in einer Welt, in dem Obdachlose so obdachlos sind, dass ihnen Haare an dem Hals wachsen. Und außerdem in einer Welt, in dem wir eine Waffe in der Poritze tragen, die nicht gesichert ist, was in einem blutigen Massaker enden könnte. Und außerdem in einer Welt, in dem wir verzweifelt nach Nico Robbins Ausschnitt Ausschau halten, seht dieses notgeile Gesicht an. Und diese notgeile Zahl im Hintergrund. Da ist noch ein notgeiles Gesicht. Okay. Beim letzten Mal sind wir wieder mal fast gestorben. Wir sind gestorben. Aber durch meine magischen Kräfte und vor allen Dingen, dass wir das Zusammentreffen mit Nico Robin nochmal um weitere Tage verschoben haben. Das ist natürlich alles, wenn du dann halt sagst und du stehst jetzt vor dem Tod. Also entweder wirst du jetzt im Tod Nico Robin natürlich mit einem richtig engen Hemd sehen. Oder du bist wieder am Leben und das siehst du erst nächste Woche. Ja, da haben wir uns dann nochmal für die nächste Woche entschieden. Ne? Ich meine, Lee ist zwar extrem notgeil hier gerade, aber irgendwie, das kriegen wir schon hin. Die Woche kriegen wir irgendwie rum. Ansonsten reden wir einfach mit Chuck die ganze Zeit über Brüste. Das wird schon irgendwie gehen. Das wird kein Problem. Das ist... Keine Ahnung. In einer Welt, in dem Nico Robbins Ausschnitt das einzig Wichtige ist, was uns am Leben hält. Und vor allen Dingen die Waffe in der Arschritze. Damit sich da auch... Okay, nein, das sage ich jetzt nicht. Damit sich da auch keine Fäkalien bilden oder festsetzen. So wie dieser kleine Fettkopf und die Omi mit Doppel-D-Ausschnitt. Warum heißt der Omi D? Oder Omid. Ich nenne ihn Omi D. Hi, Omi D. Alles klar? Omi D. Think this'll work? Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? Ja, keine Ahnung. Kannst du mal hinfurzen? Ich setze das in Brand. Vielleicht funktioniert das noch besser. Kommt wahrscheinlich bei seiner Omi Doppel-D. Was machst du da auf dem Zug? Vandalismus! Was macht er da? Hey, Sticker! Pupsi! Pupsi, pups mal hier in die Richtung. Dann zünd ich das an. Obwohl, dann geht hier alles in die Luft. Lieber nicht. Kommando zurück. Entschuldige, Ben. Entschuldige, alles in Ordnung. Keine Sorge, bald werden wir Nico Robbins Ausschnitt sehen. Wenn wir alles erledigt haben, alle Zombies weggehauen haben und hier mit Omi D erstmal klargekommen sind. So, schweißen wir oder furzen wir. Furzen ist viel effektiver. Dann sparen wir Gas. Dann produzieren wir unser eigenes. Wenn das hier leer wird, dann müssen wir einfach nur alle in die Flasche pupsen. Pupsen wir einfach gegeneinander. Vielleicht erzeugt das eine Stichflamme. Okay. Welches Loch? Was? Verwenden wir das Duct Tape. Warte, was hast du jetzt gemacht? Wo hast du das Klebeband dran gemacht? Ich hab nicht gesehen, wo du das Klebeband dran gemacht hast. Alter. Was ist. Was hat das denn jetzt? That's crazy. Was? Just about got it. Ah, ja. Oh Gott. WoW, danke. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Dann mach's doch nochmal. Lass mich vorne erstmal gucken. Haha. Ist hier irgendwas? Schon mal dran gedacht, das Ding einfach wegzufahren? Dann reißt zwar die halbe Brücke mit ein, aber wen interessiert das? Ich meine, wir können doch hier hinten bleiben und gegen das Ding furzen. Vielleicht funktioniert das ja besser. Ich komm da. Achso. Ich komm da nicht ran. Was soll ich denn sonst machen? Ja, yeah, mach du das. Bitteschön. Ich komm nicht ran, aber du kommst ran. Ja. No. But I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are. Von wegen. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Oh Gott. Oh Gott. Oh! Party time! Party time! Die Gäste sind eingetroffen. Nico Robbins Ausschnitt. Ich weiß. Schnell! We gotta go. Die wollen alle zum Ausschnitt! Oh, Omi God, mit Doppel-D! Schneide! It's going. Oh Gott! Pull me up. Es geht ab! Zieh mich hoch! Nicht die Leiter! Oh, Suki, das war die Leiter! Can he go? Dann springen wir doch mal auf den Zug oder sowas! Oh, der Penner ist mit der Homeless-Dude, meine ich! Ist, shit! Oh. What the hell do we do now? Rausspringen. Wir springen drauf. Die Leiter ist kaputt. Wir nehmen das Ding ins Miet. Wofür auch immer. Jetzt sind wir draufspringen. Thank God this works. Holy crap. Oh, heiliger Bimbam.
heiliger Bimbam. Oh, wieso willst du hier denn abrennen? No, die wollen doch alle nur Nico Robbins Ausschnitt haben. Wieso würdet ihr das tun? Spring jetzt, nicht zögern, spring! Jump! No! Jump, damn it! Still no! Fine! Nein, Alter, spring hier drauf! Spring hier drauf, komm, spring hier runter! Oh, wenn er das noch gemacht. Lauf! Ich hoffe mal, ihr schafft das noch. Kriegt ihr das alle auf die Reihe? Soll ich helfen? Run! Oh Gott! Würdest du den Zug ein bisschen langsamer machen? Ist so unfair. Run! Ja, wie wär's, wenn ich ihm helfe? Komm, rein hier mit dir. Und die Frau auch noch. Los, no, die Frau auch noch. Her, not me. Jetzt Rista, zieh sie no! auch noch mit. Was zur Hölle? Halt den you Zug doch an! She's a woman. Don't you know? Aber du bist eine Omi mit Doppel-D. Sie ist eine Frau. Soll denn das? Sag ich doch. Und du schnauzt mich hier an. Dämliche Doppel-D-Omi. Verschwinde hier. Dämliche Kacke. Ich hoffe mal. Oh, wir haben das Feuer ausgepinkelt. Ausschnitt. That was a lot of them. Oh nein, gar nicht. No. Sind die uns gefolgt? Okay. Dann sind die aber ziemlich schnell, wenn die. My leg is fucked. Ah. We're fine, Clementine. We're fine. So ziemlich. Wenn du hier daneben springst, ist das natürlich wieder meine Schuld. Die pinken alles Feuer aus. Deswegen bleiben die stehen. Die wussten, dass das passiert. Das sind die muskulösen Feuerwehrmänner der Zombie-Apokalypse, ne? Also, wenn jemand Nico Robin findet, dann die muskulösen Zombie-Feuermänner. Die pinken. Nein, da werde ich das Wort muskulös jetzt nicht verwenden. Die pinkeln das Feuer aus. So, ganz. Was ist denn das für eine Zeichnung? Ist das Kenny? Das ist Kenny Man. Das ist nicht Kenny, das ist Kenny Man. Oder Kenny Dude. It's Kenny Man. Oder Durchfallmann. Dürft ihr das Bild sehen? Bitte lass mich das Bild sehen. Psch, 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 lass mich das Bild sehen. Oh. Next stop, the Atlantic. Immerhin. Clementines Haarschnitt ist wirklich gar nicht mal so daneben. Also ich meine, ich bin der Puffschlüssel sowieso. Parents, when we get there. I thought they were dead. Looking for them there. That's not the plan. Well, it's ours. Hm. She and I talked it through. Du wirst nie heilen, was? Schaffst du schon. Es ist einfach zu schlimm geworden. You'll be alright. I'll be alive, I guess. Ja. Blood in my heart. Blood in my brain at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. Warte, was? Ich hatte gerade das Ding überlädt sich. Hallo. Oh Gott, das ist laut. Hört sich gruselig an. Was war Kenny? Was zum Teufel? Was war das? Holy shit. I thought that fucking thing was broken. Anscheinend nicht. That? If he's convinced Clementine that he has her parents. Oh. Y'all might want to rethink your plan. Wie wär's, wenn wir Clementine mal fragen, ob sie mit denen geredet hat? Ich glaube nicht, dass sie da nichts gemacht hat. Oh nein! Nicht spoilern! Nö, ich will nicht! Ich will nichts gespoilert haben! Das ist doch dämlich! Oh. Okay, während diese tollen Sachen laufen, ich halte mir die Augen zu. Und was würde noch besser funktionieren als das hier? Oh, wie wundervoll. Oh, wie wundervoll. Das Einzige, was ich sehe, ist Schwärze, weil ich meine Augen zuhalte und weggucke. Aber das ist doch viel wundervoller. Das ist doch das, wofür wir hier gerade sind. Nicht hingucken. Also ihr dürft schon. Das Bild ist ja wundervoll. Darüber reden wir doch die ganze Zeit. Jetzt habt ihr es. Teilt das mit all euren Freunden. Das ist doch unglaublich. Hier gibt's einen Ausschnitt. Und das für umsonst. Ihr müsst nichts bezahlen. Ist das nicht toll? Ich habe kurz auf den Bildschirm geguckt. Und ich höre Sachen. Ich will nicht Sachen hören. Ich glaube auch möglichst viel drüber. Oh, Solid Snakes mit Orion Dino Horde. Super. Ah, ich habe schon wieder was gesehen. Da ist irgendein Typi. Nicht hingucken. Oh. Mein Gott, hinter jeder Ecke lauert der Ausschnitt. Schneller, barmherziger Tod.
Hast du Mädchen auf der Straße? Was? Hast du Mädchen auf der Straße? Was? Hast du Mädchen auf der Straße? Das ist... Da fehlt was. Kann man da nicht noch erschossen hinmachen oder so? Ich weiß, was er meint, aber... Hast du Mädchen auf der Straße, Alter? Gebe ich dir voll krass konkret voll Milch in die Fresse. Milch auch noch, ne? Ah, ich und 40% haben sie erschossen. Das heißt, 60% haben sie leiden lassen. Konnten sie vielleicht ein Haar-Shampoo-Mittel oder einen Haarconditioner mehr einpacken, ne? Zurückgelassen. Hast du Lilly zurückgelassen? Du und 57% der Spieler haben sie nicht zurückgelassen. Oh, so viele haben ein gutes Herz. Die Hoffnung in die Menschheit ist gerade wieder aufrechterhalten worden, ne? Nein, durch euch ist hier sowieso jeden Tag. Konfrontation. Hast du mit Kenny gekämpft? Du und 44% der Spieler haben ihm Vernunft eingeredet. Ja, dafür bin ich bekannt. Eine schwere Last. Hast du Doug erschossen? Du und 20% der Spieler haben ihn nicht erschossen. Was? 80% haben... Gib mir die Knarre! Pff. Was sagst du jetzt, du alter Sack, hä? Du Mistkerl, hast meinen Sohn erschossen. Okay, nein. Einer helfende Hand. Hast du Omi mit Doppel-D geholfen? Du und 55% der Spieler haben Omi D geholfen. Ah, wundervoll. Und ich würde mal sagen, ich klicke mal, um fortzusetzen. 55% der Spieler. Ist ja klar, der ist ja auch verwundet. Der wäre sonst hinten geblieben. Oh, super, wieder ein Abspann. War das nicht ein wundervolles Kapitel? Es hat sich ein bisschen gezogen, weil ich ein paar Tage Pause habe. Aber ich meine, das Ende war doch super, oder? Beim nächsten Mal. Ha, Nico Robbins. Ausschnitt. Und da waren noch andere Sachen auf dem Bild, aber vor allem wäre das sehr peinlich, wenn ich das nicht editiert habe. Dann fragt man sich, worüber zum Teufel redet dieser dämliche Sack. Genauso wie Kevin Boyle und Jonathan Segro. Arthur von Nagel. Ich dachte schon Arthur der Nagel. Mark Gabby. Arthur der Nagel, Alter. Das ist der Heftigste hier. Ah, Shawn Michaels ist auch da. Natürlich. Warum auch nicht? Oh, und ich muss voll dringend aufs Klo, die muss wieder nach draußen gehen. Aber ich habe das letzte Mal hier so eine kleinere Horrorgeschichte gelesen. Die ist eigentlich absolut nicht gruselig, also gehört eher. Die ist eigentlich absolut nicht gruselig, aber da ist so ein Bild und da habe ich dem Vieh, sagen wir mal, tierisch lang in die Augen geguckt, für so 5 Minuten oder so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das, keine Ahnung. Seitdem gehe ich nicht mehr so ganz gern in der Dunkelheit durch die Gegend. Keine Ahnung. Wenn ihr euch die Story selber mal antun wollt oder das Bild sehen wollt, müsste, wenn ihr die Emotionslose auf YouTube oder in Google eingibt, müsst ihr das finden. Aber überlegt euch das vorher. Denn es könnte wirklich sein, also guckt euch das Bild einfach nur nicht lang genug an. Das ist, die Geschichte an sich ist eigentlich nicht gruselig. Aber wie gesagt, die Leute, die es nicht mögen, wirklich dann irgendwie, also ernsthaft zu denken, dass man nicht in der Dunkelheit rumlaufen will. Ich hasse einfach Schaufensterpuppen, wenn sie nicht im Schaufenster stehen, sondern irgendwo irgendwie in komischen Geschichten verwendet werden. Ist doof, ne? Ist doof. Ja, und jetzt könnt ihr natürlich mit dem Gefühl nach draußen gehen und tut euch selber einen Gefallen, schaut dem Vieh nicht 5 Minuten in die Augen. Das ist, keine Ahnung, ich finde einfach diese Haltung von dem Dingens war so unnatürlich, deswegen ist das in meinem Kopf drin. Schön, dass ich jetzt drüber erzähle. Das heißt einfach nur, ich muss pinkeln und sonst nicht hier rausgehen. Vielleicht stärke ich mich noch ein bisschen mit Nico Robbins Vorschnitt. Was ist ein Vorschnitt? Ja, und dann stärke ich mich eben mit dem Vorschnitt. Ich würde mal sagen, wenn euch das Kapitel Nummer 3 gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einem Like und sagt mir vielleicht, was euch hierbei am besten gefallen hat. Bestimmt nicht das Ende, oder? Das Ende war doch unter aller Sau. Der ganze Rest war doch viel besser, oder? Hier die Omi mit Doppel-D war doch viel attraktiver. Vor allen Dingen hier unser Homeless-Dude. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bis dann. Ciao. Please give me some money. Please give me some money. I'm sexy and I'm homeless. I'm sexy and I'm homeless. Schön für die Aussprache hier, aber ich nehme jetzt einen Telefon mit und hau dir auf die Fresse hier. Aber das gibt's doch nicht. Natürlich. Oh nein, Wurmi, nicht hier. Das ist ein scheiß Ort für einen Wurmi.